Wenn wir an Musik denken, sprechen wir meist von Tönen und Harmonien. Die Klänge von Instrumenten und Gesang sind für uns dafür typisch. Dass das Gebiet der Musik noch wesentlich mehr beinhaltet, zeigt uns John Cage in seinen Kompositionen. Während seines Werkes 433 spielt das Orchester keinen einzigen Ton, obwohl alle Instrumentalistinnen und Instrumentalisten die Noten vor sich liegen haben. Sie sind bereit zu spielen und schauen gespannt zum Dirigenten, um seine Einsätze nicht zu verpassen. Doch es kommt zu keinen produzierenden Tönen. Wer jetzt glaubt, dass so kein Musikstück entstehen kann, täuscht sich. Der Zufall und die Unbestimmtheit werden so in die Musik mit einbezogen und bestimmen die Präsentationen des Werkes. Was außenstehende Personen von dieser Art der Musik denken, sehen Sie jetzt. Also, so ist das jetzt schon sein. Für mich ist das, weil wenn es das sei, so ist das keine Kunst. Schon Kunst, aber keine Musik. Es ist irgendeine komische Form von Kunst. Aber Musik ist das keine. Ich denke, irgendwie in einer Hinsicht ist es schon nur Musik, weil man bekommt ja die ganzen Hintergrundgeräusche und was eigentlich so in einem Raum passiert, also eigentlich ist der Raum der Musikant. Ich glaube, für die Menschen, die Musik machen, ist es sicher Musik, nur nachdem, also für mich ist es nicht wirklich Musik. Also ich fand es erstmal sehr befremdlich, weil man eigentlich auf die Musik wartet, die losgeht. Deswegen würde ich eigentlich sagen, für mich ist es jetzt keine Musik im klassischen Sinne, auch wenn man Hintergrundgeräusche hat und so weiter. Man könnte natürlich sagen, dass das Musik ist, aber unter Musik stelle ich mir eigentlich was anderes vor. Es ist auf alle Fälle Musik, weil Musik ist eine ästhetische Ausdrucksform und da gehört die Pause genauso dazu wie die Note und es ist mehr Musik. Philosophische Message, die dahinter steht, das heißt, wir halten Pausen schon fast nicht mehr aus, wir halten die totale Stille nicht mehr aus und nachdem das ein Teil von Musik ist, ist es Musik, aber mit einer stark musikphilosophischen Botschaft. Zusammenfassend kann man sagen, dass es viele verschiedene Meinungen zum Werk von John Cage gibt. Daher können die Grenzen der Musik nicht genau aufgezeigt werden. Jeder oder jede Einzelne kann für sich selbst entscheiden, was Musik für ihn oder sie ist.